Hallo und willkommen zu einem neuen Pickup-Video. Es geht um Games. Es hat sich wieder einiges angesammelt. Diesmal auch was ganz Großes. Ansonsten sehr, sehr viel Kleinkram. Aber ja, erstmal das Intro. Ich trinke einen Schluck in der Zwischenzeit. Manchmal merkt man gar nicht, wie viel oder wie schnell sich die Games wieder ansammeln. Deswegen habe ich gedacht, mache ich wieder ein Video und zeige euch was. Ich wollte das erst am Schluss machen, aber am besten ist es, wenn ich das große Teil als allererstes mitnehme, was jetzt hier bei mir auf dem Stuhl steht. Es ist auch von mir ausgepackt worden. Die Fotos blende ich euch, während ich darüber quatsche, ein. Und es ist ein echtes Sammelhighlight. Ich freue mich, dass ich es auch ein paar Tage später als nach Release bekommen habe, aber ja, wenn ihr seht, wisst ihr, worum es geht. Auch ein richtiges Schmuckstück. Ich musste die Special Edition haben. Ihr seht es schon, das ist die Rückseite und hier ist die Vorderseite. Es geht um die Resident Evil 4 Remake Collector's Edition. Richtig cool, ihr seht wieder eine Riesenbox. So, vorsichtig dahin. Und nochmal hier hinstellen. Dann quatschen wir so ein bisschen drüber. Diese Box ist leider nicht mehr, öffnet oder ist nicht so gut vom Boxdesign wie die vorigen, wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 2 Remake, weil man konnte sie wirklich wie eine, es ist schon im Design von der, von so einer Itembox, aber die öffnet sich nicht so, wie die Itembox sich der Collector's Edition bei den anderen, wie auch bei Village geöffnet hat, weil man wirklich wie so einen Deckel hatte. Das ist jetzt nicht der Fall, es ist ein bisschen anderes System. Auf jeden Fall eine ganze Menge schöner Sachen dabei. Das Game natürlich ist dabei. Es ist nicht im Lenticular-Cover. Es gibt noch so ein leichtes Wackel-Cover. Das ist nicht dabei. Ich dachte erst, das ist auch, aber nein. Ansonsten haben wir eine schöne Karte dabei. Wir haben ein Making-of-Buch. Muss ich nochmal durchgucken, richtig. Habe ich noch nicht gemacht, weil ich wollte erst das Spiel spielen. Das habe ich inzwischen auch, ein großartiges Spiel. Wenn ihr wollt, dass ich mal über das Game rede, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich ein extra Resident Evil 4 Remake Video, wo ich einfach mal Let's Talke über das Game. Also unten reinschreiben, dann mache ich das vielleicht. Ansonsten habe ich jetzt zu sagen, dass es mir sehr gut gefällt. Die Figur habe ich auch nur einmal ausgepackt und angeguckt, um zu sehen, ob sie heil ist. Sie ist heil, es ist Leon in seiner Lederjacke, ist wirklich gut gelungen. Ich habe es mir jetzt aber nicht hingestellt. Ich habe Leon von Resident Evil 2 stehen, ich habe Jill von Resident Evil 3 Special Edition stehen. Chris hätte ich noch, aber den habe ich auch nicht aufgebaut von der Village Edition. Und hier jetzt, ja, nochmal, ich hätte lieber Ada gehabt. Ich bin dann lieber ein Ada-Fan. Die hätte ich gerne als Figur gehabt und dahingestellt. Und noch ein Leon, nachdem man beides mal in der Special Edition hatte. Ja, ein bisschen schade. Aber egal. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Edition. Das Spiel selbst kommt in einem Steelbook. Und es lag mir, weil ich es über Mediamarkt bestellt hatte. Saturn oder Mediamarkt. Und es gab bei mir noch ein zweites Steelbook extra dazu. Das ist natürlich jetzt auch schön in der Sammlung, dass da war, das habe ich jetzt Game drin gehabt. Eins habe ich da drin, damit ich die Edition erstmal nicht mehr öffnen muss. Und das ist auch richtig cool. Na, das beide schön, schöne Covers, richtig schön. Es ist übrigens auch ein digitaler Soundtrack dabei. Das Einzige, was nicht, und ich muss es sagen, ich sage es mal ganz fairerweise, was jetzt nicht dabei war und was ich auch nicht gekriegt habe vom Mediamarkt oder von Saturn, egal wie, waren die Pre-Order-Bonusse. Da bin ich dabei, dass ich mit Capcom wirklich direkt Kontakt aufnehmen musste. Die haben gesagt, wir unterstützen die Pre-Order nicht. Und dann denkst du nur so, wo kriegst du her? Das wird damit beworben sogar. Auch bei denen. Ja, auf jeden Fall habe ich einen Teil davon jetzt schon von Capcom bekommen. Und ich hoffe, dass der Rest auch noch folgt. Es gibt da einen extra Koffer, also digitalen Koffer. Und man kann an diese Koffer jetzt Schlüsselanhänger anhängen, wenn man es spielt. Und diese Schlüsselanhänger bewirken, dass man entweder mehr Munition findet, dass, wenn man Items verkauft, ein bisschen mehr Geld gibt oder dass es weniger kostet, wenn man was kauft. Eine richtig interessante Idee. Man kann damit eine ganze Menge machen.
Ich habe auch noch nicht alle erspielt. Ich will das auch demnächst jetzt so ein zweites Mal spielen. Ich habe es bisher erst einmal gespielt. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe gleich danach erstmal den Klassiker gespielt, weil ich wollte den Klassiker auch nochmal spielen, um direkt zu vergleichen. Und ich muss sagen, ich finde, beide ergänzen sich gut. Es war sehr stark gleich, vieles Neues dabei und es fehlt auch was Altes, was richtig cool war. Also in dem Sinne, es ist nicht das perfekte Remake, kann ich euch so sagen, aber es ist ein sehr schönes Remake. Und ich habe es auch sehr, sehr gerne gespielt, weil es macht richtig Spaß. Okay, weiter geht's. Nächstes Game, damit ihr auch noch ein bisschen was seht. Das muss Strictly Limited gewesen sein, genau. Das ist jetzt zum größten Teil wieder mein Bruder. Das ist mein Bruder und ich zusammen. Ansonsten fast alles bis auf eins mein Bruder. Ist halt mal so. Also, er hatte sich die Special Edition für die Switch und zwar von Zero Tolerance die Collection zugelegt. Richtig tolles Stück. Sagt jetzt so nicht viel, aber da sind zwei Zero Tolerance Games. Zero Tolerance ist schon einmal, ich leg's mal jetzt hier hin, auf dem Mega Drive erschienen. Hier haben sie jetzt das auch nochmal für Strictly Limited fürs Mega Drive rausgebracht. Kann man jetzt auch wirklich das Mega Drive Modul drin. Ich habe es noch nicht geöffnet. Da sind aber zwei Games diesmal drin. Die Technik wird ja auch besser. Und zwar ist einmal das Zero Tolerance, der Klassiker wirklich da drauf. Und die Fortsetzung oder eine weitere Geschichte, Zero Tolerance Underground. Und beide von Games sind jetzt hier nochmal auf der Switch. Das heißt, man kann es auch auf modernen Konsolen spielen. Und das ist jetzt sozusagen mehr für die Sammlung, dass man es auch mal in der klassischen Mega Drive Version hat. Ja, absolut cool. Und dazu gab es dann noch ein paar Sticker. Oder Postkarten besser gesagt. Auch hier so ein Collection. Ne? Zero Tolerance Collection Sticker. Oder Sticker sind es ja nicht. Postkarten, so Mini-Postkarten. Hier nochmal dieses Motiv, auch nicht schlecht. Noch ein anderes, was ich jetzt, ja, auch nochmal dieses Motiv. Richtig cool, kann man wirklich sagen, richtig cool. Ja, bevor ich dazu komme, und dann hat sich mein Bruder etwas gekauft, und zwar für die PlayStation 5 von Red Art Games. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Hier haben wir Dilith in Wonder Labyrinth. Es ist von Universum von Records of Lotus War. Ein Rollenspiel für die PlayStation 5. Na, kann man sehen. Auch so ein klassisches Design. Auch wirklich nicht schlecht. Und eins, das ist jetzt ein kleineres Rollenspiel-Games, das ist auch von Red Art Games herausgebracht worden, ist aber gemacht von 505 Games. Das ist ein über Kickstarter ist ein Fantasy-Spiel, ich glaube, das heißt Ayuden Chronicles ist, heißt das Spiel, das ist rausgebracht worden und man hat als Bonus sozusagen ein Vorgänger, ein Prequel gemacht. Das ist das Rising, das ist erst zum digitalen Download gewesen. Und speziell über Red Art Games hat man das dann nochmal vertrieben. Mein Bruder hat sich das einmal für die Switch zugelegt. Und dann hat er sich für die PlayStation 5 zugelegt. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal etwas besser. Schönes Cover und hier könnt ihr sehen, das ist so ein bisschen Side-Scrolling RPG. Ja, es ist alt, das Prequel ist nicht allzu lang, aber richtig gut. Das ist unterhalten, sehr, sehr schöne Musik und deswegen freut es auch. Mein Bruder hat das eigentlich eher doppelt gekauft, weil bei der PlayStation 5 hatte er Pech, dass das Soundtrack nicht mehr dabei war. Da hat er nochmal die Switch-Version gekauft. Beide Welt weiß ich jetzt nicht aktuell. Auf jeden Fall, der Soundtrack, den gab es nämlich als Bonus dazu. Richtig cool, hat 20 Tracks, eine sehr, sehr schöne instrumentale Musik. Lohnt sich wirklich. Ja. Ihr seht, es wird voll hier. Dann hat mein Bruder sich gekauft die Limited Edition. Das ist jetzt wirklich, wann ist das gekauft? Gestern. Also einen Tag bevor ich dieses Video aufnehme, hat er sich das gekauft für die Switch. Das ist das erste Remake. Die Serie soll jetzt auch komplett geremaked werden.
Es geht um ein Mech-Spiel und zwar Front Mission First. Hier seht ihr jetzt so ein Lenticular-Cover. So eins gab es auch bei der Resident Evil Collector's Edition, beziehungsweise es gab es bei, wenn man es einzeln gekauft hat, teilweise bei einigen Stores mit diesem Cover. Da haben wir es aber jetzt nicht. Genau. Also in dem Sinne, das ist jetzt schönes Cover. Das ist die Day One Edition. Da ist das exklusiv dabei. Richtig schön. Das ist halt ein Mech-Spiel oder beziehungsweise so ein Mech-Rundenstrategie oder ein bisschen RPG. Ich habe es nur gesehen, ich habe es nie gespielt. Und es sind auch zwei Lithografien und ein ein gedrucktes Handbuch sogar dabei. Aber na, kann ich das? Komme ich jetzt? Ist jetzt hier ein bisschen fest drin. Auf jeden Fall, das Handbuch ist 3 Seiten. Aber es ist farbig, lohnt sich wenigstens. Ja, ein sehr schönes Stück, kann man auch wirklich sagen. Und ja, was kommt als nächstes? Gut, auch neu noch und noch zielt, wird aber auch bald von uns gespielt. Bayonetta Origins. Und zwar Syriza and the Lost Demon. Das ist ja so eine Vorgeschichte, so ein bisschen im Art-Style, ein bisschen kindlich. Es geht ja um die junge Bayonetta sozusagen. Richtig nett. Gespielt habe ich es jetzt noch nicht, ich habe es auch nur gesehen. Das Spiel haben wir gekauft bei Otto Versand, denn Otto Versand, also wir haben es gekauft, weil es an zwei Orten sozusagen, wenn man es hatte, man eine Möglichkeit, eine Special Edition zu kriegen. Es gibt die Standardversion, dann gibt es das einmal mit Steelbook. Das gab es, glaube ich, bei Mediamarkt Saturn zu bestellen. Aber lass jetzt nichts Falsches sagen. Und mein Bruder hat es bei Otto Versand bestellt, weil er sich gesagt hat, gut, Steelbook ist nicht hundertprozentig immer sein Ding. Und wenn, findet man das leichter. Was man nicht leichter finde, ist ein Notizbuch. Da gab es das Notizbuch dazu. Kostete nicht mehr. Also ist wirklich weiße Seiten. Und ab und zu, jetzt gucke ich mal, wo es ist. Ab und zu sind ein paar Grafiken da drin. Also gezeichnete. Richtig schön. Das sind noch richtige Highlights, diese Grafiken. Ansonsten, ja, die auch nochmal. Auf jeden Fall lohnt sich das. Oder lohnt sich das eher dann, dieses hier zu holen, weil das schon etwas schwieriger zu finden sein wird. So hat man es gedacht. Es kann sich natürlich auch alles irrtümlicherweise herauskristallisieren. Aber egal. Bayonetta ist ein Spiel, was schon auf der PlayStation 3 damals uns begeistert hat. Auch die Remake-Version, sozusagen die verbesserte Grafik, hat echt begeistert. Wir haben Teil 3 müssen wir noch spielen. 1 und 2 haben wir echt gerne gespielt. Und wie gesagt, ja, das ist jetzt auch hinzugekommen. Na gut, wird auch irgendwann gespielt. Ihr seht, alles ist noch sealed, alles ist frisch. Ganz frisch kamen auch noch diese beiden Games. Die hat mein Bruder dem lieben Bürgermeister, dem lieben Flo, abgekauft. Ich grüße dich auch hier, wenn du hier schaust wieder. Na, vielen Dank nochmal dafür. Und die sind auch diese Woche eingetroffen und auch noch komplett zielt. Er hat uns zum absoluten fairen Bropreis abgegeben. Deswegen will ich auch dazu nichts weiter sagen. Und zwar geht es einmal um Valkyrie Elysium. Das ist auch so ein Rollenspiel-RPG, kann ich sagen. Ein richtig schönes Spiel. Und Persona 5 Royal für die PlayStation 5. Mein Bruder hatte schon für die PlayStation 4, die wird uns jetzt verlassen. Aber noch diese RPG-Reihe PlayStation 5 ist ein schönes Upgrade. Und da hat er die Gelegenheit genutzt, wo der Flo das aus seiner Sammlung abgegeben hat. Ja, ansonsten habe ich nur noch einen einzigen Titel und dann war es das auch schon wieder. Mensch, dann haben wir auch schon wieder eine ganze Runde Games Pickups hinter uns. Ja, und ich habe wieder Zeit zu zocken. Muss mich nur entscheiden, was. Aber das Spiel habe ich schon gezockt, auch als, gibt es ja auch auf der Switch inzwischen, als Remake oder Remaster. Aber bevor es das Remaster gab von diesem Game, die Rede ist von Genma Onimusha oder Onimusha. Hier für die Xbox, für die klassische. Das habe ich für einen 10er bei Kleinanzeigen gekauft. Fehlt mir in der Sammlung. Ist in gutem Zustand. Jetzt nicht im sehr guten, aber im guten Zustand. Die Idee ist alles top. Das Spiel habe ich auch für die PlayStation 2. Beziehungsweise ich, nicht mein Bruder. Ich habe mir gedacht, das gefällt mir irgendwie, möchte ich haben. Wir haben auch
richtig viel schöne Zeit damit verbracht. Das ist auch von Capcom. Es ist so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen Resident Evil Action. So ein bisschen eine Mischung aus Resident Evil, aber auch ein bisschen mehr Anfänge, kann man sagen, von Devil May Cry. Auf jeden Fall richtig gutes Samurai-Spiel. In der Samurai-Zeit spielt das. Tolle Grafiken, auch eine richtig schöne Story. Und ja, ich erwähnte kurz, es ist auch remastered worden. Es gibt es auf der Switch und auch auf der PlayStation 4 auf jeden Fall. Gibt es physisch nicht in Deutschland, aber ist auch erhältlich, auf jeden Fall digital zum Spielen. Ich kann es auch nur empfehlen. Aber auch diese Version hier gegenüber der PlayStation 2 war damals schon remastered. Hier waren neue Figuren eingeführt worden. Hier steht es auch richtig. Ein völlig neues Spiel für die Xbox mit neuen Funktionen, neuen Figuren, neuen Waffen. Die Grafik wurde etwas verbessert im Gegensatz zur PlayStation 2 Fassung. Wie gesagt, neue Waffen, ein paar neue Figuren. Genau weiß ich es auch nicht. Ich habe nicht direkt verglichen, aber ich dachte mir, als ich das durch Zufall in einem anderen Video gesehen habe, dachte ich, das brauche ich auch noch für meine Sammlung. Mein Bruder hatte schon eine Sammlung, aber nicht in diesem Zustand, hat er selbst mir gesagt. Deswegen ist es ein wunderbares Upgrade für die Sammlung. Ja, das war's. Ja, Heilig Games, eine mega Special Edition, auf die ich sehr stolz bin, dass ich die bekommen habe, denn das ist immer bei diesen Sachen ein Abenteuer, wenn man bestellt und dann hofft man, dass man bekommt, dass sie nicht gecancelt wird, weil vielleicht doch nicht genügend Stück auf Lager sind oder man doch an Nummer X bestellt hat und die haben aber nur bis Y geliefert bekommen oder nur Stücke zur Verfügung. Ja, also jetzt seid ihr dran. Ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn nicht, habe ich auch nichts gegen ein Dislike, aber finde ich nicht so schön. Die Glocke könnt ihr aktivieren, dann wisst ihr, wann immer ein neues Video von mir kommt. Denn ich versuche zweimal die Woche ein neues Video zu bringen. Mit allem, was mich interessiert, wo ich Spaß dran habe. Und interessanterweise gibt es so viel zu zeigen, dass fast immer sonntags entweder ein Flohmarkt oder ein Pickup-Video kommt. Also immer mit neuen Sachen zum Zeigen. Ansonsten, ja, kommentiert. Das war's, was ich sagen wollte. Kommentiert. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das Game? Soll ich vielleicht einen eigenen Let's Talk nochmal darüber machen? Da unten ist Platz. Da unten seid ihr dran. Und ich antworte gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal.